Der Clip führt dich durch ein Palermo abseits vom Touristentrubel. Der Spaziergang beginnt an der barocken Kirche von San Domenico an der Via Roma gelegen und führt uns direkt in den Mercato Cuciria, der älteste Markt Palermos. Die Piazza Caracciolo ist heute das Zentrum des Marktes. Weiter durch das enge Straßenlabyrinth der Altstadt erreichen wir die Piazza Garafello, bis vor wenige Jahre Mittelpunkt des Mercato Cuciria, heute abendlicher Treffpunkt der alternativen Szene. Die Villa Garibaldi ist eine Grünanlage im Bereich der Piazza Marina. In diesem Park fand der erste Polizistenmord der Mafia in Palermo statt. Wesentlich erfreulicher und Hauptattraktion ist einer der ältesten und größten Fikusbäume Italiens, ca. 30 Meter hoch, Baumumfang mehr als 21 Meter, Durchmesser der Krone mehr als 50 Meter. Die Porta Felice schließt die Via Vittorio Emanuele gegen Osten zum Meer hin ab. Nun gehen wir entlang dem Foro Umberto I. parallel zur Küste bis zum Palazzo Porcella de Seta. Von hier geht es wieder in das Straßenlabyrinth Palermos, vorbei an der barocken Kirche der Heiligen Teresa, zur Ruine des gotischen Kirchengebäudes Santa Maria dello Spasimo. Heute finden hier kulturelle Veranstaltungen statt. Der Mercato Vallaro erstreckt sich über viele Straßenzüge. Das besondere Merkmal dieses Marktes sind die Marktschreier, die auf einmalige Art und Weise versuchen, ihre Ware anzupreisen. Spezialität Palermos, Streetfood in allen Variationen. Nicht weit vom Markt entfernt liegt die Chiesa del Gesù. Sie ist die älteste Kirche der Jesuiten auf Sizilien. Das Innere der Kirche ist prächtig mit vielfarbigem Marmor, Stuckatur und Fresken dekoriert. Nicht weit von der Kirche del Gesù liegt die Piazza Bellini. Interessant und beeindruckend die Kirche San Cataldo im arabisch-normannischen Stil. In wenigen Schritten sind wir an der Piazza Pretoria mit dem bekannten Brunnen der Fontana Pretoria und dem Quattro Canti und somit im Mittelpunkt Palermos. Wenn dir der Clip gefallen hat, teile ihn mit Freunden. Weitere Reiseerzählungen findest du auf meiner Playlist Reisevideos Lipowski.